Sie kommen aus dem EU-Staat Griechenland, doch auf der Balkanroute stranden sie im Wald von Bosnien-Herzegowina. Die Lager hier sind voll, manche Sicherheitskräfte an der nächsten EU-Grenze brutal. Die Polizei hat alles genommen und sie hat uns gefoltert. Geh zurück nach Bosnien, riefen sie und haben uns alle auf den Rücken geschlagen. Der Grenzübertritt ist illegal, aber das rechtfertigt nicht, was Flüchtlinge der Polizei vorwerfen. Prügel, manchmal sogar Vergewaltigung. Dann würden sie nach Bosnien zurückgeschickt. Dort machten Helfer diese Fotos. Zwischen dem 12. und 20.10. zum Beispiel baten uns rund 150 Personen um Hilfe, mit Verletzungen auf der ganzen Rückseite und den Oberarmen. Ihnen zufolge stammten die von Sicherheitskräften auf kroatischem Gebiet. Das kroatische Innenministerium schreibt auf unsere Anfrage, es habe begonnen, den angeblichen Vorfall zu untersuchen, aber Bosnien-Herzegowina habe keine geeigneten Daten übermittelt. Doch seit 3 Jahren verzeichnen sie in Velika Kladuscha regelmäßig Menschenrechtsverletzungen und nichts geschehe. Organisationen wie die EU sollten sich darum kümmern, um das zu verhindern, meint der Arzt Mustafa Hadžić. Kroatien erhält von der EU 30 Millionen Euro zur Grenzsicherung. Ob dabei auch Menschenrechtsverletzungen geschehen, soll nun auf EU-Ebene überprüft werden.